Im Namen des Volkes ist der Richter des Obersten Gerichtshofes der Volksrepublik Kroatien in Zagreb, im Namen des Senats unter dem Vorsitz von Präsident Sarko Vimpulcek am 11. Oktober 1946 zu folgendem Urteil gelangt. Der Mitangeklagte Dr. Aloysius Stepinac wird zu Freiheitsentzug und Zwangsarbeit für die Dauer von 16 Jahren und zum Verlust der politischen und Staatsbürgerrechte für die Dauer von 5 Jahren verurteilt. Er wurde am 19. Oktober 1946 inhaftiert. Die Gefängnisaufseher erzählten mir, dass der Aufseher Spiranic ihn fragte, was wünschen Sie zum Abendessen? Er sagte, ich bin angeklagt, meine Wünsche sind irrelevant. Sein Martyrium war für die Menschen ein Vorbild, für das Leiden, Geduld und Hoffnung. Das ist, was die Kroaten heute vermissen, einen Stepinac, eine moralische Richtung, jemand, an den man glauben kann. Er war immer ein Außenseiter. Ein Außenseiter in einem totalitären System, das nicht nur die ganze Welt beherrschen wollte, aber auch das Gewissen des Volkes. Das hat nichts mit der katholischen Sicht noch mit der Rolle eines Erzbischofs zu tun. Er ist nicht nur ein Vorbild für das kroatische Volk geworden, für die er ein Leuchtfeuer war. Ich würde sagen, ein Vorbild für Europa und die ganze Welt, wie man sich zu verhalten und die Kirche und den Glauben zu verteidigen hat. Und das in einer schwierigen politischen, gesellschaftlichen und kirchlichen Situation. Kameraden! Dieser Gerichtsfall ist eine Chance, die Fehlgeleiteten zurückzuführen. Es verbreitete sich wie ein Lauffeuer. Stepinac wurde verhaftet. Die Verhandlung hatte bereits gegen eine Gruppe von Leuten begonnen. Unter ihnen war sein Sekretär und unser Provinzial. 6 Franziskaner. Es war ein großer Prozess, der in einer Sporthalle stattfand. Ich habe die Verhandlung im Radio mitgehört und erinnere mich an die Stimme von Stepinac. Und ich erinnere mich, wie aggressiv der Staatsanwalt Blaschewitz und der Richter Vimpulcek ihn unterbrachen. In dem Schauprozess der jugoslawischen Kommunisten wurde Dr. Aloysius Stepinac des Hochverrates und der Zusammenarbeit mit den Besatzungsmächten während des Krieges, der Gründung eines Militärvikariates, der Verschwörung im Hinblick auf die Zerstörung des politischen Systems und staatsfeindlicher Propaganda angeklagt. In der Anklage wurden ihm auch Kriegsverbrechen vorgeworfen und er wurde beschuldigt, Zwangsbekehrungen von Serben und Juden zwischen 1941 und 1945 durchgeführt zu haben. Als die deutschen Truppen auf dem Jelačić-Platz ankamen, konnte man eine jubelnde Menge beobachten. Sie rief und warfen Blumen auf die ankommenden Panzer. Was sie vor allem wollten, war ein kroatischer Staat.
Als die Unabhängigkeit Kroatiens proklamiert wurde, wollten alle Kroaten genau das, wozu sie das Recht hatten, ihren eigenen Staat. Und Erzbischof Stepinac auch. Zufrieden, gemeinsam mit den anderen Bischöfen, setzte er große Hoffnung in den neuen Staat. Viele wurden aber bitter enttäuscht. Bereits am 22. Mai 1941 verriet die Regierung ihre Ideale. Und wahrscheinlich auf Geheiß Hitlers und Deutschlands mussten Juden gelbe Tücher mit dem Davidsstern tragen. Es gab keinen Antisemitismus. Ich habe das vor dem Krieg nie gefühlt. Es fing an über Nacht. Wir mussten ein gelbes Tuch über der Schulter tragen mit einem J darauf. Wir mussten es bei der Polizei abholen. Es war gefährlich, es nicht zu tragen. Es nicht zu tragen, konnte die Einlieferung in ein Lager bedeuten. Darüber war Stepinac sehr, sehr bestürzt. Und sofort wandte er sich öffentlich dagegen. Es werden weder Ehebrecher noch öffentliche Prostituierte mit einem sichtbaren Zeichen gekennzeichnet. Wenn man dies also nicht einmal mit jenen macht, die es aufgrund ihrer persönlichen Schuld verdient haben, dass die menschliche Gesellschaft vor ihnen zurückscheut, warum tut man es dann mit jenen, die ohne eigene Schuld Mitglieder einer anderen Rasse sind? Kardinal Stepinac rettete eine Jüdin, die gleich alt war wie ich. Sie lief weinend auf der Straße, denn sie hatten ihre Mutter weggebracht. Ihr Bruder war in der kommunistischen Partei, die wieder verboten wurde. Ihr Vater wurde umgebracht. Stepinac nahm sich ihrer an und sie sagte ihm, wer sie war. 4 Jahre hielt er sie versteckt. Er nahm aber teil am öffentlichen Leben mit den politischen Führern. Wenn nicht, wäre er getötet worden und das hätte niemandem genützt. Als sie im Altenheim Schwarz in der Vlaska-Straße die Militärluftfahrt einrichteten, brachte Stepinac alle diese Juden von dem Heim nach Bresovica. Einige konnte er auf die Insel Rab bringen und andere an weitere sichere Orte. Als die Verfolgung am schlimmsten war, waren wir noch in unserer Wohnung. Stepinac schickte einen Priester in Zivil. Er sagte, der Erzbischof wollte, dass wir kommen und im Bischofspalast übernachten, denn es würde in der Nacht in diesem Gebiet Razzien geben. Das spricht für sich. Sofort, nachdem die Unabhängigkeit des Staates Kroatien ausgerufen worden war, zeigten die Mitglieder der nationalistischen Bewegung den Serben gegenüber Intoleranz. Man erinnerte sich an die Verbrechen, die durch serbische Kräfte zwischen den beiden Weltkriegen an den Kroaten und ihren politischen Vertretern verübt worden waren. Feindschaft und Rache explodierten förmlich. Nachdem der Erzbischof von Zagreb von Übergriffen auf die Serben erfuhr, reagierte dieser scharf in einem Brief an den Premierminister Ante Pavelic. Ich sage, dass dies nach katholischer Moral nicht erlaubt ist. Deshalb bitte ich Sie, auf dem gesamten Gebiet des unabhängigen Staates Kroatien schnellstens Maßnahmen zu ergreifen, dass kein einziger Serbe ermordet wird, wenn ihm keine Schuld nachgewiesen wurde, aufgrund derer er den Tod verdient hätte. Ansonsten können wir nicht mit dem himmlischen Segen rechnen, ohne den wir zugrunde gehen werden. Der Erzbischof wandte sich entschieden gegen die sektiererischen Übergriffe der nationalistischen kroatischen Regierung.
Als er erkannte, dass es nicht ausreichte, um weiteres zu verhindern, schickte er vertrauliche Instruktionen an alle seine Priester. Wenn Personen jüdischen oder orthodoxen Glaubens, die sich in Todesgefahr befinden, zu euch kommen und zum Katholizismus konvertieren wollen, so nehmt sie auf, rettet Menschenleben. Verlangt von ihnen kein besonderes Wissen, denn die Orthodoxen sind Christen wie wir und aus dem jüdischen Glauben zieht das Christentum seine Wurzeln. Wenn diese wahnsinnige und extremistische Zeit vorüber ist, werden die in unserer Kirche bleiben, die aus Überzeugung konvertiert sind, während die, die aus Angst konvertiert sind, zu ihrem eigenen Glauben zurückkehren werden. Er hat klar differenziert. Zuerst, dass es das Recht jedes Menschen und Kroaten ist, frei in seinem eigenen Land zu leben, und zweitens, dass alle Bürger, die unter den Kroaten leben, die gleichen Rechte wie Kroaten haben sollten. Hier war er konsequent und das hat ihm dann auch sein Leben gekostet. Wir gingen in die Messe und hörten dort seine Predigten und wie er gegen den Faschismus predigte. Die Menschen fragten sich oft, wie lange sie das noch überleben werden. Sie hatten Angst, man würde sie alle ins Gefängnis stecken oder umbringen, wenn er so weiter predigte. Jeder Mensch, ohne Rücksicht darauf, welcher Rasse oder Nation er angehört, ob er die Universität in irgendeinem Kulturzentrum Europas abgeschlossen hat oder in den Urwäldern Afrikas auf die Jagd nach Nahrung geht, jeder von ihnen ist gleich und trägt das Siegel Gottes in sich und hat sein unveräußerliches Recht, das ihm keine einzige weltliche Macht wegnehmen oder eigenmächtig beschneiden darf. Die Auseinandersetzung mit den Behörden wurde so ernst, dass die Nationalisten darüber nachdachten, ihn zu entfernen. Er sollte zum Schweigen gebracht und daran gehindert werden, seine Ideen zu verbreiten, die nicht im Einklang waren mit den Kräften an der Macht im unabhängigen Staat Kroatien. Stepinac war mutig, aber nicht verrückt. Wenn er stärker darauf beharrt hätte und die Nationalisten ihm das angerechnet hätten, wäre kein anderer Bischof so weit gegangen und hätte es nicht gewagt, jemanden zu retten. Man muss in so einer Situation sehr weise sein. Er tat das Möglichste zu dieser Zeit, so wie Pius XII. Er konnte als hohe moralische Instanz nicht offen sprechen, Einwände erheben oder Einfluss ausüben. Stepinac konnte nicht mit einem Gewehr ab in die Wälder verschwinden. Das war nicht seine Berufung. Ich möchte wissen, ob es einen anderen Erzbischof in Europa gibt, der so ein starker Gegner ist, wie er es war. Andererseits ist dieser Gerichtsfall eine Ermutigung für jene, die schon immer sahen, wohin Stepinac ging und die seine Arbeit kritisierten, damit sie energisch darauf hinwirken, noch näher ihrem Volk zu sein. Es wurden Lautsprecher montiert, in denen der Prozess gegen Erzbischof Stepinac ausgestrahlt wurde. Überall waren Lautsprecher und wir Seminaristen mussten uns, ob wir wollten oder nicht, das anhören. Ob auf dem Fußballplatz oder in der Kirche. Wir waren gut informiert und verfolgten alles, was vor sich ging. Die Zeugen wurden hauptsächlich von der kommunistischen Partei ausgesucht. Keiner, der Stepinac unterstützen hätte können, wurde zugelassen. Einige Serben und Juden standen auf, um für ihn auszusagen, es wurde ihnen aber nicht erlaubt. Zur Anschuldigung wurden Priester benutzt. Unter Druck und sogar Folter schuldigten sie Stepinac an. Es war ein Schauprozess. Der apostolische Nuntius Joseph Hurley kam nach Zagreb und war bei jeder Verhandlung dabei. Jedes Mal, wenn Stepinac in das Gericht geführt wurde, verbeugte er sich in seine Richtung. Stepinac.
Er wollte dadurch zeigen, dass dieser Mann völlig unschuldig war und keines Verbrechens schuldig. Er wollte damit auch seinen tiefen Respekt erweisen für seine Überzeugung und alle seine Entscheidungen und Standpunkte in der Vergangenheit. Das Leben von Kardinal Stepinac wurde geprägt von zwei Weltkriegen und den totalitären Regimen des Faschismus, Nazismus und Kommunismus. Es war die Zeit, in der große Reiche wie die KOK-Monarchie und das Zarenreich in Russland für immer von der politischen Szene verschwanden und gleichzeitig in Zentraleuropa ganze Gruppen von neuen Staaten in den Vordergrund traten. Aloysius Viktor Stepinac wurde in Prešovec am 8. Mai 1898 als fünftes von acht Kindern von Josip und Barbara Stepinac geboren. Nachdem er seinen Militärdienst beendet hatte, entschied er sich, nachdem er kurze Zeit Agrarwissenschaften studiert hatte, zum Priestertum und begann 1924 seine theologischen Studien an der Päpstlichen Universität Gregoriana. Nach seiner ersten heiligen Messe in Santa Maria Maggiore kam er nach Zagreb zurück und wurde Zeremonienmeister von Erzbischof Bauer. Am 24. Juni 1934 wurde Aloysius Stepinac in der Kathedrale von Zagreb zum Bischof geweiht. Er war zu dieser Zeit mit 36 Jahren der jüngste Bischof auf der ganzen Welt und war noch keine 4 Jahre Priester. Drei Jahre später, am 7. Dezember 1937, starb Erzbischof Bauer und Stepinac übernahm am gleichen Tag die Amtsgeschäfte des Erzbistums Zagreb. Diese letzten 4 Jahre haben mir gezeigt, welch dornigen Weg ein katholischer Bischof gehen muss. Ich habe gehofft auf den Herrn und er hat mich nicht verlassen. Vielmehr sind mein Glaube und mein Vertrauen auf Gott den Allmächtigen gewachsen, so wie Eisen härter wird, wenn es geschmiedet wird. Je mehr Schwierigkeiten kommen, umso mehr wird mein Vertrauen auf Gottes Hilfe wachsen. Ich werde mit meiner Herde durch die Stürme schreiten, die vor uns liegen. Für Unabhängigkeit, Brüderlichkeit und Einheit der Völker von Jugoslawien und den Kampf für die Glaubensfreiheit und Toleranz. Im Gerichtssaal befanden sich kommunistische Sympathisanten. Und wenn der Ankläger gegen Stepinac sprach, gab es Pfiffe. Sie klatschten und riefen laut. Bei den wenigen Gelegenheiten, wenn Stepinac sprach, lachten sie ihn laut aus. Ich erinnere mich, dass ich zu meinem Vater sagte, wir sollten intervenieren. Er sagte zu mir, weißt du, wir können ihm nicht helfen. Und wenn wir es versuchen, wird es unser Ende sein. Jeder hatte solche Angst, das war Stalins System. Als wir 1945 die Kanonen über Zagreb hörten und die letzte Schlacht zwischen der kroatischen Armee und den Partisanen im Gange war, kam Stepinac zu uns und sagte,
Ihr seht ja selbst, wie die Lage ist. Ich kann keinem Sicherheit garantieren. Was würde geschehen? Keiner wusste es. Die kroatische Armee hatte sich schon zurückgezogen. In dieser Woche gab es weder Militär noch Polizei in Zagreb. Am 8. Mai 1945, als die Partisanen in Zagreb einzogen, war die nationalistische Regierung weg. Und niemand war da, um die Macht zu übergeben. Der Einmarsch war nicht erwartet und nicht die große Freude, wie es die Kommunisten vorgaben. Sie kamen in ein praktisch leeres Zagreb. Die Leute hatten sich aus Furcht in die Häuser zurückgezogen. Es war der Beginn einer der schrecklichsten Perioden der kroatischen Geschichte. Innerhalb weniger Monate töteten die Kommunisten mit und ohne Gerichtsverfahren Hunderttausende inhaftierte kroatische Soldaten und Bürger. Deren Leichen wurden in Slowenien und Kroatien in Massengräber, Gruben und Panzergräben geworfen. Sie nahmen sofort die Priester heraus. Sie hatten ihre eigene Uniform mit roten Kreuzen darauf. Es war also leicht, die Priester zu erkennen. Mit großer Genugtuung holten sie sie aus den Reihen heraus. Aufgrund von bis heute andauernden Untersuchungen kann man sagen, dass 644 Menschen, die innerhalb der Kirche beschäftigt waren, und 510 Priester getötet wurden. Die Regierung wollte die katholische Kirche zerstören. Sofort nachdem die Kommunisten in Zagreb einmarschiert waren, inhaftierten sie Erzbischof Stepinac. Sie hielten ihn bis zum 4. Juni 17 Tage lang gefangen. Er wurde freigelassen, um mit dem Kommunistenführer Tito zusammenzukommen. Damals schlug Tito Stepinac vor, wir werden zu einer Übereinkunft kommen. Wir werden zusammenarbeiten, Sie müssen sich nur ein wenig von Rom distanzieren. Das ist Italien, ein kapitalistisches Land, das uns nicht versteht. Stepinac antwortete entschieden, wir bleiben fest mit Petrus verbunden, so wie es die katholische Kirche in Kroatien durch die Jahrhunderte immer getan hat. Wir werden mit dem Papst fest verbunden bleiben. Da wendete sich das Blatt. Alles wandte sich nun gegen Stepinac. Es war klar, dass nichts ihn erweichen konnte. Das war, als kirchliches Verlagswesen völlig abgeschafft wurde. Den Katechismusunterricht gab es in den Schulen immer weniger und schließlich wurde damit aufgehört. Die Mehrheit der katholischen Schulen wurde geschlossen, bis auf zwei in Zagreb und Istrien. Nahezu der gesamte Kirchenbesitz wurde konfisziert und kirchliche Institute geschlossen. Die Schwestern wurden aus den Spitälern, Schulen und Bildungseinrichtungen entlassen. Als die Prozession von der Wallfahrt zu unserer lieben Frau von Maria Bistrica zurückkam, warteten wir in der Kathedrale, um zu sehen, wer predigen würde. Stepinac führte zu Fuß die erste Prozession an, durfte aber nicht zu der zweiten. Als die Glocke der Sakristei läutete, trat Stepinac ein. Angespannt folgten ihm alle Augen, als er auf die Kanzel stieg und ganz spontan applaudierte die ganze Kathedrale. Ganz ruhig nahm er sein Birett ab und sagte, meine lieben Brüder und Schwestern, ich darf euch bitten, nicht in der Kirche zu klatschen. Denn hier gebührt Gott allein Ruhm und Ehre und niemand sonst. Wir hörten zu, wie er seine Predigt fortsetzte. Wir haben gegen jedes Gebot Gottes gesündigt. Vergib uns, o Gott. Stepinac schrieb unaufhörlich an die Behörden, nicht nur er, sondern auch die anderen Bischöfe. Er bekam nie eine Antwort. Als er erkannte, dass es keine Kommunikation gab, entschied er mit den anderen Bischöfen, 1945 einen öffentlichen Pastoralbrief zu schreiben, in dem er klarstellte, wie sich die kommunistische Regierung in dieser neuen Situation verhielt, wie es in Beziehung zur Kirche und zum Volk stand. Das war ein Schlag, den die Regierung nicht tolerieren würde. Jugoslawische Diplomaten starteten außer Landes gegen Stepinac eine Hetzkampagne, dass Stepinac ein Kriegsverbrecher wäre und dass er die Zwangskonversion der Serben angeführt hatte. Als der Nuntius, der amerikanische Bischof,